ich habe mit gestern Abend spät mit Basel habe ich unterhandelt, weil ja, das ist ein Prozess. Will er bleiben, will er nicht bleiben? Er will sehr gerne HSV. Na, da haben sie unterling gesprochen, das ist nicht meine Sache. Aber dann habe ich dann mit der Herr Höschler habe ich gesprochen, mehrere Gehe, aber gestern auch haben wir konkret unterhandelt. Er ist ein Winner. Er hat auch als Spieler hat er alles gewonnen. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Sache, wenn du gewöhnt ist, um etwas zu winnen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auch suche. Und ja, er hat alles gewonnen mit Bayern München. Viele Meisterschaften, Champions League, Runner-up. Und er ist immer wieder dabei gewesen. 10 Jahre bei Bayern. Ja, da kannst du nur da spielen, wenn du eine Mentalität haben vor Winner. Mentalität haben, weil du etwas lernen willst. Und alles, glaube ich, hat sich dann durchgesetzt in seiner Karriere als Trainer. Aber wir müssen aus dieser Situation kommen. Das ist das Erste, das ist Priorität Nummer eins. Ich rede nicht über nächsten Jahr. Können wir nicht, müssen wir auch nicht, weil die Realität ist so. Jedes Spiel für uns ist ein Finale. Und so ist das. Aber die Profil von den Trainer ist jemand, was die Mannschaft besser macht. Ich bin ganz klar ein Sportdirektor. Ich habe das 18 Jahre getan und das hier, das ist, was ich sage, das ist in Gefall. Und ich hoffe auch, dass es nie mehr passiert, weil ich will, dass die Trainer hier lang bleibt und dass wir zusammen viele Successe gewinnen können und machen können. Ich habe heute Morgen ziemlich früh SMS von Spielern gekriegt, die mir zum Teil geschrieben haben, dass ich froh sein kann, jetzt kriege ich endlich mal einen richtig guten Trainer. Der eine hat geschrieben, dass Thorsten Fink bis jetzt der beste Trainer war, den er in seiner Karriere hatte. Also, wobei man da auch sagen muss, dass dieser Spieler noch ziemlich jung war und noch nicht viele Trainer hatte. Das bringt sicherlich endlich die nötige Ruhe auch und wir freuen uns alle dann auf die Zusammenarbeit mit Thorsten Fink. Ich habe heute Morgen auch schon SMS gekriegt von Spielern aus Basel. Ich habe ja lange da gespielt und viel Positives gehört.